Und hier im Deutschen Bundestag wird gerade die letzte Frage hier in der sogenannten Fragestunde beantwortet. Das macht Sören Bartol, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbauministerium. Und dann steht hier die Aktuelle Stunde an. Die Ampelkoalitionäre haben hier eine Aktuelle Stunde beantragt, die sich mit der Lage in Nordafrika beschäftigen soll. In Marokko gab es am 8. September ein Erdbeben. Dabei starben fast 3000 Menschen. Und in Libyen kam es am 10. September zu einer Katastrophe. Zwei Dämme oberhalb der Hafenstadt Darna sind gebrochen und daraufhin kamen sehr viele Wassermassen in die Stadt, haben ganze Viertel der Stadt weggespült. Laut Weltgesundheitsorganisationen wurden dabei etwa 4000 Menschen auch getötet und darüber wollen hier die Abgeordneten sprechen, denn Deutschland versucht auch zu helfen. Auch das ist nicht so einfach. Das werden wir hier in der Debatte bestimmt auch hören, dass es nicht so einfach ist, sowohl für die Länder Hilfe anzubieten, als auch für NGOs sich dazu beteiligen. Erster Redner ist Tobias Bacherle von den Grünen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bilder, die uns letzte Woche, die schrecklichen Bilder, die uns aus unserer nächsten europäischen Nachbarschaft erreicht haben von den beiden Naturkatastrophen in Libyen und Marokko, die gehen kaum mehr aus dem Kopf. Und zunächst mal vielen herzlichen Dank, dass wir uns heute die Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Drei komplette Stadtteile der libyschen Stadt Darna wurden von der Flutkatastrophe ins Meer gespült. Ganze Dörfer liegen durch das Erdbeben in Marokko in Trümmern. Wortwörtlich sind sie dem Erdboden gleichgemacht worden. Das Ausmaß ist verheerend. Fast 3000 Menschen haben in Marokko ihr Leben verloren. In Libyen ist die Lage unübersichtlicher. Auf jeden Fall sind weit über 10.000 Menschen noch verschollen, vermisst. Einige Angaben gehen von über 10.000 Toten auch dort aus. Mit großer Bestürzung, mit Trauer und großem Schock stehe ich also heute hier und ich hoffe, wie Sie alle an der Seite der tausenden betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen, die von heute auf morgen ihre Lebensgrundlagen verloren haben. Den Betroffenen und Angehörigen gilt natürlich unser tiefstes Mitgefühl und unsere Solidarität. Natürlich gilt es jetzt, humanitäre Hilfe zu leisten, in Libyen insbesondere für sauberes Trinkwasser zu sorgen, um eine Gesundheitskrise zu verhindern. Es ist der Moment, in dem die internationale Gemeinschaft mehr denn je zusammenarbeiten muss und gemeinsam an einem Strang ziehen muss. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, dass das in Bezug auf Libyen keine hohle Phrase ist. Es ist ein eindringlicher Appell, die eigenen Interessen, die oft von vielen aus der internationalen Gemeinschaft die Libyen-Politik dominiert haben, jetzt hinten anzustellen. Ein eindringlicher Appell auch zum Beispiel an Ägypten, an die Türkei, aber auch an europäische Staaten, allen voran Italien. Denn der Umgang mit der Flutkatastrophe zeigt, wie wichtig und dringlich ein funktionierender und ein einheitlich agierender Staat in Libyen wäre. Ein Staat, der grundlegende Daseinsvorsorge zur Verfügung stellen kann, Infrastruktur pflegen und kontrollieren kann, effektive Krisenvorsorge garantieren kann. Es ist jetzt nicht an der Zeit, vor Ort unangebrachten Stolz voranzustellen und internationale Expertise abzuweisen. Es ist aber vor allem nicht Zeit für politische Machtkämpfe, wie sie Libyen in den letzten Jahren so gezeichnet haben, und erst recht nicht für internationale Akteure, die danach lechzen, davon zu profitieren. Two governments, no governance. Diese Situation in Libyen, also zwei Regierungen, aber keine Verwaltung, kein Regieren, keine Verantwortungsübernahme, die muss so bald wie möglich beendet werden. Sie ist es auch, die jetzt die Menschen mit den Protesten auf die Straße getrieben hat. Und ich glaube, als das Land, das den Berliner Prozess initiiert hat, kommt uns eine besondere Verantwortung bei, jetzt auch weiterhin unsere Bemühungen nicht nur in der humanitären Hilfe zu intensivieren, sondern auch die politischen Prozesse, den diplomatischen Beitrag an dieser Stelle zu leisten. Wichtig ist aber bei diesen tagtäglich auch immer schlimmer werdenden Nachrichten aus Libyen, dass wir die Opfer des Erdbebens in Marokko nicht vergessen.
Das Erdbeben hat in eine Kuhle der Ungleichheit geschlagen. Marrakesch als Region mit schwacher Infrastruktur hart getroffen. Viele Menschen, die zuvor schon in Armut gelebt haben, von Armut betroffen waren, haben jetzt alles verloren. Und Eitelkeit oder falsche Eitelkeit auf unserer Seite, ob deutscher Hilfe, die noch nicht angenommen wurde, ist jetzt absolut fehl am Platz. Es gilt nicht nur kurzfristig Unterstützung leisten oder anzubieten, sondern auch mittelfristig für den Aufbau, den Wiederaufbau der Region Marrakesch, der Infrastruktur, der Grundversorgung und der Zuhause von vieler Menschen. Ich bin mir sicher, dass wir als ParlamentarierInnen an der Seite der Menschen stehen, und wir müssen als Bundesrepublik Marokko weiter unsere Hilfe anbieten. Ein letzter Gedanke, den der Kollege Mijatovic gleich noch weiter ausführen möchte, eine Lektion aus beidem. Angesichts einer Welt mit komplexer geopolitischer Lage, einer sich verschärfenden und immer weiter verschärfenden Klimakrise und einer weiter existierenden globalen Ungerechtigkeit zeigt sich, humanitäre Hilfe, die Notwendigkeit für humanitäre Hilfe ist so groß wie noch nie, und sie wird weiter steigen als abnehmen. Dem müssen wir hier politisch, aber auch finanziell und mit den Ressourcen gerecht werden. Vielen Dank. Tobias Bacherle hat hier die Aktuelle Stunde eröffnet. Nächster Redner ist Jürgen Hart aus der Unionsfraktion, der außenpolitische Sprecher. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch namens der CDU-CSU-Fraktion darf ich den Opfern dieser beiden großen Naturkatastrophen in Marokko und Libyen unsere aufrichtige Anteilnahme übermitteln. Es sind in Libyen 11.000 Menschen gestorben, 30.000 mindestens obdachlos. Ich glaube, die Zahl ist aber deutlich zu niedrig. Das ist die aktuelle offizielle Zahl. Das wird höher sein. Und bei dem Erdbeben in Marokko wird man auch noch nicht wirklich wissen, was tatsächlich am Ende passiert ist. 3.000 Tote, 6.000 Verletzte in Marokko. Das sind erschütternde Zahlen. Und ich möchte einfach anregen, Frau Präsidentin, ist heute Morgen nicht geschehen, aber dass wir vielleicht morgen früh auch im Bundestag den Opfern gedenken und damit unsere Solidarität zum Ausdruck bringen. Ich meine, die Hilfe, die Deutschland im Bereich Libyen leistet, ist gut. Deutschland und die Europäische Union, das ist zügig angelaufen. Ich habe auch großes Vertrauen in diejenigen, die das vor Ort machen müssen, technisches Hilfswerk und andere, die daran beteiligt sind. Insofern gilt der Wunsch der CDU-CSU-Fraktion an alle diejenigen, die jetzt mit der Hilfe befasst sind, die da vielleicht auch die ein oder andere schwierige Situation erleben, dass sie heil und gesund an Geist und Körper wieder zurückkommen von diesem Einsatz und vielleicht auch mit dem erfüllten Gefühl, tatsächlich wirklich an einer schwierigen Stelle geholfen zu haben. Ich finde allerdings auch, so richtig viel Stoff für eine Aktuelle Stunde gibt das aus der heutigen Sicht nicht, weil wir als Bundestag zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel mehr machen könnten. Es hätte vielleicht das ein oder andere Thema gewesen, was heute ja wichtiger wäre, zum Beispiel Blick auf diesen polnischen Visaskandal und die möglichen Auswirkungen auf Deutschland. Aber das werden wir vielleicht dann nächste Woche aufarbeiten. Wenn ich auf die Ursachen dieser Naturkatastrophen blicke, so wird natürlich niemand behaupten können, dass man ein Erdbeben oder ein solches Unwetter verhindern kann. Aber es ist natürlich schon so, wenn man entsprechende Vorkehrungen trifft im Bereich der Sanitätsversorgung, im Bereich des Baulichen, wenn man seine Staudämpfer ordentlich wartet, dann kann man die Auswirkungen von solchen Katastrophen natürlich vermindern. Und da will ich jetzt meinen Blick drauf wenden, insbesondere im Blick auf Libyen. Wir haben in Libyen eine Situation, dass Deutschland in der Lead war für einen Berlin-Friedensprozess Libyens, der eigentlich dieses Land in einen handelnden, selbsttätig handelnden, funktionierenden staatlichen Akteur zurückverwandeln sollte, indem es dann zum Beispiel eine Struktur und Verwaltung gibt, mit der Gewässer, Staudämme und so weiter und so fort gewartet werden. Wir haben mit diesem Berlin-Prozess, damals noch unter Angela Merkel maßgeblich verantwortet, eine Befriedung dahingehend erreicht, dass Waffenstillstand erreicht wurde. Aber wir haben eben keine weiteren anschließenden Aktionen. Und deswegen ist für mich Libyen leider ein negatives Beispiel dafür, dass die Bundesregierung vielleicht auch in der Aufregung um die eigenen Fragen, die man im Inneren lösen muss, zu wenig tut, um bei den Konflikten dort, wo sie etwas leisten kann, etwas voranzubringen. Und da ist Libyen auch nur ein einziges Beispiel.
Ich fordere die Bundesregierung auf, die Ereignisse in Libyen jetzt auch zum Anlass zu nehmen, darüber nachzudenken, wie der Libyen-Prozess belebt werden kann, wie die Wahl des Präsidenten, die ja dort seit anderthalb Jahren auf Halde liegt, tatsächlich durchgeführt werden kann und wie wir selbst dann als Deutschland und Europa den Aufbau staatlicher Strukturen in Libyen voranbringen können. Und wenn ich an die Situation Bergkarabach von heute sehe, noch vor wenigen Wochen war die Rede davon, dass ein Fünferteam Macron, Scholz, Michel und die beiden Regierungschefs von Armenien und Aserbaidschan weiter an dem Friedensprozess arbeiten. Daraus ist nichts geworden. Im Gegenteil, gestern hat es diesen grauenhaften Versuch gegeben, das Problem militärisch zu lösen und damit sozusagen aus Sicht Aserbaidschans den Sack zuzumachen. Auch da ein Versagen der deutschen und europäischen Politik, der Diplomatie, die sich eigentlich zum Ziel gesetzt hatte, diesen Konflikt friedlich beizulegen. Und wenn ich die letzten Sekunden noch verwenden darf, dass ich, wenn ich nach Afrika blicke, ebenfalls feststelle, dass mit etwas Fantasie und etwas Mut und vielleicht auch mit der Bereitschaft, auch sich in schwierige Konflikte hineinzubegeben, wo man nicht um 100% weiß, dass man erfolgreich sein wird, dass wir sowohl in Äthiopien, was den Äthiopien-Eritrea-Konflikt angeht, als auch in Niger, als auch im Sudan, einfach vermissen, dass die deutsche Bundesregierung in der ersten Reihe steht, wenn es um die diplomatische Lösung solcher Konflikte geht. Und ich würde Annalena Baerbock, den Bundeskanzler und alle anderen Mitglieder der Regierung wirklich ermutigen, auch im Interesse Deutschlands und Europas einen größeren Beitrag dazu zu leisten, dass diese Konflikte eingehegt, vielleicht sogar gelöst werden, bevor sie sich in katastrophalen politischen oder, wie es jetzt bei diesen Naturkatastrophen war in Libyen, ein nicht funktionierender Staat, der von einer solchen Flut betroffen ist mit vielen tausend Opfern, dass man das vielleicht vorher vermeidet. In diesem Sinne herzlichen Dank. Jürgen Hart war das. Geplant ist, dass die Bundesregierung die Mittel für die weltweite Entwicklungszusammenarbeit kürzt. Für das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung spricht nun die parlamentarische Staatssekretärin Bärbel Kofler. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es wurde angesprochen, das Erdbeben in Marokko und die Überschwemmungen in Libyen am Anfang dieses Monats zu unermesslichem menschlichen Leid, zu Todesfällen und zu unglaublicher Trauer bei den Angehörigen geführt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, bei dieser Stelle oder an dieser Stelle das Mitgefühl der Bundesregierung für alle Betroffenen und für die Angehörigen der vielen Todesopfer und Vermissten zum Ausdruck zu bringen. Die Bilder aus der Region sind dramatisch. Manchmal fehlen vielleicht auch die richtigen Adjektive angesichts des menschlichen Leids, das hinter solchen Bildern steckt. Ganze Städte wurden zerstört. Und Überlebende suchen in den Trümmern nach ihren verschwundenen Angehörigen. Nach diesen Schicksalsschlägen ist es nun entscheidend, auch von Seiten der Bundesregierung an der Seite der Notleidenden zu stehen. Es geht akut und aktuell immer noch um die Rettung von Menschenleben. Und es geht auch perspektivisch gesehen und gesprochen um den Wiederaufbau zerstörter Städte und Regionen. Dies ist für uns alle eine Aufforderung, ein Akt der Solidarität. Drei politische Ansätze sind für mich entscheidend und sind für mich wichtig. Das eine ist der partnerschaftliche Dialog mit den Menschen und den Regierungen vor Ort, um zu wissen, was die Bedarfe jetzt in der akuten Notsituation sind. Der zweite wesentliche Punkt ist die Unterstützung beim Aufspannen eines sozialen Netzes, um bestmöglich den Betroffenen effizient und nachhaltig helfen zu können. Und der dritte Punkt ist der Zusammenhalt der internationalen Gemeinschaft, ist die multilaterale Zusammenarbeit und die Abstimmung der nötigen und gebotenen Hilfe. Lassen Sie mich darauf kurz eingehen. Mein Kollege Staatssekretär Flassbart ist gestern nach Marrakesch gereist, um beim Wasserstoffgipfel, der vor Ort stattfindet, trotz der Katastrophe teilzunehmen. Und er nutzt diesen Besuch auch, um gerade im Namen der Bundesregierung sowohl Solidarität mit den Opfern zum Ausdruck zu bringen, wie auch mit der marokkanischen Regierung darüber zu sprechen, welche mögliche Unterstützung für den Wiederaufbau nötig und gewünscht ist. Denn es geht eben genau darum, die Unterstützung anzubieten, die vor Ort gebraucht wird. Wir arbeiten als BMZ lange und vertrauensvoll mit Marokko zusammen
und können auch in schwierigen Situationen angepasste, passgenaue Angebote machen. Das wollen wir tun, auch ganz im Sinne unserer Afrika-Strategie, unserer neuen Afrika-Strategie, die partnerschaftlichen und respektvollen Dialog in den Mittelpunkt stellt. Aktuell zeichnet sich ab, dass die marokkanische Regierung den Menschen über einen zentralen Hilfsfonds helfen will, sie unterstützen möchte. Dazu sind Details in der Abstimmung sicher noch nötig. Bei Bedarf unterstützen wir als BMZ diesen Hilfsfonds schnell und unbürokratisch. Es geht eben darum, wie ich gerade angesprochen habe, in Krisensituationen ein soziales Netz aufzuspannen, damit die Menschen, so gut es in der schwierigen Situation geht, durch die Krise kommen können. Wir unterstützen aber auch bereits aktuell, und das ist wichtig, die Zahlen und das Leid wurde von den Kolleginnen und Kollegen bereits geschildert und angesprochen. Unabhängig von langfristigen Maßnahmen unterstützen wir bereits die marokkanische Rote Halbmondorganisation mit Hilfe oder über das Deutsche Rote Kreuz. Ich habe angesprochen, wir reden mit unseren marokkanischen Partnern auch jetzt darüber, wie wir laufende Mittel und laufende Zusammenarbeit anpassen können an die aktuelle Situation und diskutieren das mit Marokko und sind in erster Abstimmung für neue Vorschläge in diesem Bereich. Es ist eben notwendig, und auch das ist der Punkt, der mir sehr wichtig ist, die Hilfsangebote gut zu koordinieren. Die marokkanische Regierung hat nach den Erfahrungen aus dem Jahr 2004 bisher auf weitere Unterstützungen auch aus Deutschland nicht abgerufen. Das bedeutet nicht, und das möchte ich unterstreichen an dieser Stelle, anders als manchmal kolportiert, dass die angebotene Unterstützung abgelehnt wurde. Es geht darum, das zu koordinieren, was vor Ort nötig ist. Und selbstverständlich stehen wir bereit, alles Weitere zu tun, was von Seiten der marokkanischen Regierung benötigt wird. Dazu findet sich und bietet sich auch Gelegenheit am 11. Oktober im Rahmen der Weltbanktagung, zu der Ministerin Svenja Schulze reisen wird, und auch mit den dann bis dahin entwickelten Angeboten, gemeinsam mit den marokkanischen Partnern entwickelten Angeboten, konkrete Angebote oder konkrete Vorschläge zum Wiederaufbau in den betroffenen Regionen leisten zu können. Die Situation in Libyen unterscheidet sich von der in Marokko. Sie unterscheidet sich deutlich in den Strukturen des Landes und in den Möglichkeiten. Das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat in den letzten Jahren am Wiederaufbau des Landes mitgewirkt, hat sich engagiert und hat zum Beispiel gerade im Gesundheitssektor viel an Aufbauarbeit geleistet. Diese bestehenden Strukturen konnten wir nun nutzen, um auch schnell einen Beitrag zur Unterstützung und zur Hilfe zu leisten und anzubieten. Aus den in den letzten Jahren aufgebauten Gesundheitsstationen und damit auch ausgebildeten Fachkräften konnten Menschen schnell aus verschiedenen Teilen des Landes an die Unglücksstellen zusammengebracht werden, um dort zu unterstützen. Ähnliches gilt für dringend benötigtes Material, das auch aus anderen Landesteilen in die Regionen der Katastrophe gebracht werden konnte. Denken wir an Decken, Kleidung, Kindernahrung, Medikamente. Selbstverständlich spielen auch eine wesentliche Rolle all die anderen Ressorts und auch die anderen Unterstützungsangebote. Das Technische Hilfswerk wurde erwähnt. Wir arbeiten mittlerweile auch daran, als Entwicklungspolitik die Stromversorgung wieder zu rehabilitieren. Das ist ein wichtiger Beitrag zur grundlegenden Versorgung der Menschen vor Ort. Kurzfristig konnten wir 4 Millionen € zur Verfügung stellen. Wir wissen, dass das ein wichtiger Beitrag ist, aber auch ein Beitrag, der nicht ausreichen wird angesichts der ungeheuren Dimension der humanitären und auch darüber hinausweisenden Katastrophe. Deshalb ist es uns wichtig, unser Engagement einzubetten und einzubauen in ein koordiniertes, multilaterales Engagement, das auch dazu beiträgt, das Leid der Menschen nicht nur kurzfristig im Blick zu haben, sondern auch mittel- und langfristig dem etwas entgegenzusetzen. Wir sind deshalb bereits dabei, Gespräche mit Partnerinnen und Partnern zu führen, die diese Unterstützung langfristig mit aufbauen können. Wir sprechen zum Beispiel mit der Weltbank über einen Aufbau eines Cash-Transfer-Systems, damit auch hier das von mir vorher angesprochene soziale Netz aufgespannt werden kann, um Menschen aufzufangen. Applaus
Zum Schluss noch einmal, die Herausforderungen in den Ländern, in beiden Ländern sind enorm. Sie sind unterschiedlich, sie sind enorm. Ich möchte abschließend noch einmal die Gelegenheit nutzen, unser Mitgefühl und unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Und wir werden, seien Sie versichert, das Mögliche tun, um den Menschen in dieser schwierigen Situation Hilfe zu leisten. Danke. Die parlamentarische Staatssekretärin Bärbel Kofler war das. Nächster Redner ist Stefan Keuter. Er sitzt für die AfD-Fraktion im Auswärtigen Ausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ampelkoalition hat heute eine Aktuelle Stunde aufgesetzt zu dem Erdbeben in Marokko und der Flutkatastrophe in Libyen von der letzten bzw. vorletzten Woche. Da frage ich mich, hat die Bundesregierung keine anderen Themen für eine Aktuelle Stunde? Wofür ist eine Aktuelle Stunde da? Der Kollege Hart hat es gerade eben schon angesprochen. Die polnische Visa-Affäre würde uns hier brennend interessieren. Oder die Krise in Bergkarabach, wo gerade auch der Krisenstab im Auswärtigen Amt zutagt. Aserbaidschan hat hier völkerrechtswidrig Bergkarabach angegriffen, was von Armenien bewohnt wird. Hier wird gerade eine ethnische Säuberung durchgeführt, und ich befürchte, dass Präsident Aliyev einen Vorstoß bis nach Nachitschewan machen möchte, um eine Landbrücke in dieser Exklave zu haben. Sanktionen dieser Bundesregierung? Nein, man hört nichts. Man ist doch sonst mit Sanktionen immer so schnell dabei. Warum hat es bisher noch keine harten Schritte hier gegeben? Zumal ja offensichtlich der Außenministerin zugesichert worden ist, dass es hier keinen Angriff auf Bergkarabach geben wird. Sie ist hier dreist angelogen worden. Ich sage Ihnen, warum es das nicht gegeben hat. Man hat sich wegen der selbstverschuldeten Energiekrise in eine Abhängigkeit von aserbaidschanischem Öl und Gas begeben. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und ich sage Ihnen, liebe Bundesregierung, wenn Sie hier nicht handeln, dann ist in zwei Wochen Bergkarabach Geschichte. 120.000 Menschen sind dann entweder vertrieben oder tot. Aber kommen wir zu dem Thema zurück, Ihrer Aktuellen Stunde. In Marokko hat es circa aufgrund des Erdbebens 3.000 Tote und 300.000 Betroffene gegeben. Hilfe wurde angeboten von Deutschland. Die deutsche Hilfe war nicht gebraucht. Deutschland war doch früher immer Premium-Partner von Marokko. Warum will man jetzt von uns keine Hilfe annehmen? Wer darf Hilfe leisten? Spanien, Großbritannien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und Frau Dr. Kofler, ich muss Ihnen ganz deutlich widersprechen. Das hat etwas mit der arroganten deutschen Haltung zu tun. Sie erkennen die Realpolitik nicht an. Den Marokkanern ist die Lösung der Westsahara-Frage ein brennendes Thema unter den Nägeln. Und das Staatsgebiet wird oder die Westsahara wird durch Marokko kontrolliert. Erkennen Sie diese an, dann lösen Sie ein Problem und dann haben Sie auch wieder ein gutes Verhältnis mit Marokko, was wir im afrikanischen Raum als Nordafrika als sicheren Anker benötigen. In Libyen hat es circa 3.500 bis 4.000 Tote gegeben, einige 10.000 Obdachlose. Wie kann es zu dieser Instabilität kommen? Völkerrechtswidrig ist von den USA und den Partnern damals Libyen in die Steinzeit zurückgebombt worden. Unter Gaddafi hätte es wenigstens noch ein funktionierendes Rettungswesen gegeben. Jetzt haben wir ein bürgerkriegszerpflügtes Land zwischen der Einheitsregierung und General Haftar, der den Ostteil des Landes kontrolliert. Wir befürchten, dass hier Gelder für die Wartung der Staudämme veruntreut worden sind. Ich frage mich, wie hätte man hier helfen können? Man hätte rechtzeitig den Katastrophenschutz ertüchtigen müssen. Aber da brauchen wir gar nicht so weit gehen. Das schaffen Sie ja noch nicht mal im Inland, wenn wir aufs Ahrtal gucken. Der Katastrophenschutz hätte ertüchtigt werden müssen. Hier hätten wir Geld aufwenden können. Stattdessen verballern wir deutsches Steuergeld mit dem großen Füllhorn in alle Welt. Marokko hat 243 Millionen Euro deutsche Steuergelder bekommen für erneuerbare Energien und für Genderprojekte. Wenn ich jetzt mal gucke, wofür dieses Geld aufgewandt worden ist, 600 Millionen unseres hart verdienten Steuergeldes sind allein in den Solarkomplex Nord-Mittel gegangen, noch mal 100 Millionen als Nachfolgeprojekt und die Netzanbindung.
ca. 77 Millionen in ein Windprogramm. Dazu kommen noch einige Gender-Projekte in Marokko. Da ist unser Steuergeld nicht gut aufgehoben. In Libyen hat man ein paar Friedensforschungs- und Demokratieprojekte gemacht. Auch diese sind alle fragwürdig. Und ich sage Ihnen ganz klar zum Schluss, es mangelt an der Kontrolle, was mit unserem deutschen Steuergeld passiert. Und das BMZ wäre gut beraten, wenn Sie gucken, was aus unseren Projekten und unserem Steuergeld wird, dass das nicht verschwendet wird. Ich habe jetzt gleich noch eine Videokonferenz mit einem Anbieter aus Afrika. Der ist vom BMZ beauftragt worden, eine Evaluierung zu machen eines Projektes, was ich besichtigt habe, wo ich von Untreue ausgehe. Sowas muss regelmäßig erfolgen, aufarbeitet und kontrolliert werden. Und zum Schluss sage ich Ihnen noch, ich bemängel die Kaltschnäuzigkeit unserer Außenministerin, die den chinesischen Präsidenten als Diktator bezeichnet hat. Das ist eine parlamentarische Frechheit. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende. Stefan Keuter hat hier auch die Themensetzung kritisiert, das Thema, mit dem sich die Aktuelle Stunde beschäftigt. Nächster Redner ist Peter Heidt, Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kaltschnäuzig war Ihre Rede. Und es ist unabhängig von allen politischen Fragen für mich eine Frage der Menschlichkeit und des Humanismus hier, vor Opfer da zu sein und denen helfen zu wollen. Dass sie das nicht über ihre Lippen bringen können, zeigt, welches Geisteskind sie sind. Ich finde das erschreckend. Die Zahl der Naturkatastrophen nimmt ständig zu und die Folgen für die Menschen sind schwerwiegend und oft tödlich. In den letzten Tagen haben uns die schlimmen Nachrichten erreicht über das Erdbeben in Marokko und die Flutkatastrophe in Libyen. Und die Gedanken sind bei den vielen Opfern. Die internationale Hilfe für beide Länder hat zwar begonnen, doch sie ist nicht längst voll in Anspruch genommen worden. Im Falle Marokkos haben wir unsere Hilfe direkt angeboten, aber bisher wurde das Hilfsangebot nicht angenommen. Laut dem UN-Kinderhilfswerk sind rund 100.000 Kinder betroffen. Vor diesem Hintergrund ist es von selbstverständlich, dass unser Ziel darin besteht, den Menschen vor Ort zu helfen und Leben zu retten. Die Zeit drängt. Wir müssen die Entscheidung der marokkanischen Regierung in Bezug auf die Priorisierung einzelner Länder akzeptieren. Wir werden aber, die Kollegin Kofler hat es ja gesagt, die Kommunikation mit der Regierung fortsetzen und unsere Hilfsangebote eben bei Bedarf an die aktuellen Bedürfnisse anpassen. In Libyen erleben wir derzeit, was geschieht, wenn ein sogenannter Failed State von einer Katastrophe dieses Ausmaßes betroffen wird. Ohne eine funktionierende staatliche Struktur sind die Folgen durchaus katastrophaler als bei einem funktionierenden Staat. Die Überschwemmungen, die durch das Zusammenbrechen der Staudämme freigesetzt wurden, hatte das dreifache Ausmaß, was im Ahrtal passiert ist. Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist entsprechend groß und wird nach Schätzungen der Vereinten Nationen auf über 70 Millionen Dollar geschätzt. Die deutsche Hilfe in Libyen läuft auf Hochtouren, in die ersten Hilfsgüter sind auf dem Weg. Und mein Dank gilt an all diese Kräfte wie dem DRW, die den Menschen in dieser Katastrophe zur Seite stehen. Es bleibt in der Tat zu hoffen, dass diese Hilfe bei den Betroffenen ankommt. Die Lage vor Ort ist herausfordernd, denn es gibt einen Machtkampf zwischen zwei rivalisierenden Regierungen plus den Milizen. Das hat dazu geführt, dass es insgesamt 140 staatliche Einrichtungen gibt, die zwischen diesen Regierungen aufgeteilt worden sind. Die örtlichen Behörden sind überlastet und das wirkt sich negativ auf die Logistik der Hilfsgüter aus. Eine wirksame Koordination ist in dieser Situation kaum möglich, vor allen Dingen dann, wenn sich auch noch diese Regierungen, oder wie immer man sie nennen will, gegenseitig die Schuld zuschieben. Was mich in dieser Situation hoffnungsvoll stimmt, ist zum einen die große Solidarität mit den Opfern in den überschwemmten Gebieten. Die Hilfslieferungen kommen aus allen Teilen Libyens, gerade auch aus dem Westen, obwohl ja dort der Konflikt existiert. Hier scheint ein neuer Zusammenhalt zu entstehen. Auch die Proteste zeigen uns zum anderen, dass in dem Land gärt. Und ich glaube, dass die Regierungen in Libyen aufgefordert sind, politische Veränderungen herbeizuführen. Und wir sollten als Bundesrepublik Deutschland eine solche Bewegung klar unterstützen. Die Zersplitterung und Machtkämpfe im Lande stellen uns auch vor die Frage, ob unsere Hilfe bei den Menschen ankommt.
Aktivisten warnen davor, dass es sehr viel Korruption gibt und dass eben nicht immer im Interesse der Bevölkerung gehandelt wird. Der Staudamm ist ja wahrscheinlich auch deshalb eingestürzt, weil er eben nicht ordnungsgemäß gewartet worden ist. Das Land erhält durch die Hilfsmaßnahmen massive materielle und finanzielle Unterstützung. Und die darf nicht in falsche Hände geraten. Sie ist ausschließlich für die Menschen bestimmt, die in der Katastrophe alles verloren haben. Wir müssen also die Hilfsgüter vor möglichen Angriffen vor Milizen schützen und sicherstellen, dass die Verteilung der Hilfsgüter direkt an die Betroffenen erfolgt. Darüber hinaus sollten wir auch uns dafür einsetzen, dass Journalisten aus der ganzen Welt Zugang zu den Krisengebieten haben, um mögliche Versäumnisse, Nachlässigkeiten der Regierung zu dokumentieren und eben unser Ohr vor Ort sind. Nur so können wir die Betroffenen wirklich schützen. Es liegt in unserem ureigenen Interesse, dass die Menschen dort in Libyen in ihrer Heimat eine Lebensgrundlage behalten, eine Perspektive haben und nicht gezwungen sind, zu fliehen. Und es zeigt uns Freien Demokraten, wie wichtig die Einhaltung der Menschenrechte sind. Wir müssen stärker in Libyen dafür sorgen, dass Menschenrechte eingehalten werden. Wir sollten in der Tat den Fokus auf Libyen stärker wieder richten. Und die Zersplitterung des Landes muss nach unserer Auffassung überwunden werden. Nur wenn uns das gelingt, haben die Menschen in Libyen eine Perspektive. Vielen Dank. Schönen guten Tag von meiner Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen. Und unsere nächste Rednerin am Pult ist für die Fraktion Die Linke Amira Mohamed Ali. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, mit großer Besorgnis und Anteilnahme blicken wir auf die dramatische Lage in Marokko und Libyen nach dem Erdbeben und den Überschwemmungen. Und dass die AfD auch diese schrecklichen Ereignisse dazu missbraucht, um ihre ausländerfeindliche Gesinnung zum Markte zu tragen, ist wirklich ekelhaft. In Marokko ist die Lage sehr ernst. Tausende Tote, Tausende Verletzte, mehrere Hunderttausend Menschen ohne Obdach. Die Lage in Libyen ist leider noch viel dramatischer. Zehntausende Menschen sind gestorben. Die genaue Zahl kennt man nicht. Tausende werden vermisst. Die Überlebenden sind in einer absolut desolaten Lage. Es droht die massive Ausweitung von Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Cholera. Die internationale Hilfe läuft zurzeit leider nur schleppend. Wir wissen, dass Extremwetterereignisse wie diese aufgrund des Klimawandels in Zukunft immer häufiger vorkommen werden. Zuletzt wies der Weltklimarat IPCC in einem Bericht darauf hin, dass in einer wärmer werdenden Welt auch verheerende Naturkatastrophen vermehrt auftreten. Sintflutartige Regenfälle wie in Libyen sind auch Folge des Anstiegs der Wassertemperatur des Mittelmeers. So kam es in diesem Sommer auch in anderen Mittelmeerstaaten zu Starkregenfällen, die zahlreiche Todesopfer forderten. Wieder einmal wird uns dramatisch vor Augen geführt, dass Klimapolitik eine internationale Aufgabe ist, die entschlossen und konsequent angegangen, aber eben nur gemeinsam gemeistert werden kann. Und dabei darf es keine ideologischen Scheuklappen geben. Nein, es braucht gute Zusammenarbeit mit allen. Die Katastrophe, und das muss ich auch an dieser Stelle sagen, trifft Libyen aber auch deshalb so massiv, weil die Katastrophe auf ein durch einen Krieg zerstörtes Land getroffen ist, das zusätzlich auch noch durch Jahre des Bürgerkrieges vollkommen ausgezehrt wurde. Der Krieg der NATO gegen Libyen, um den damaligen Machthaber Gaddafi zu stürzen, hat das Land in bodenloses Chaos gestürzt. So war es überhaupt nur möglich, dass dschihadistische Banden und Milizen im Land ihr Unwesen treiben konnten. Infrastrukturen wie staatliche Institutionen wurden zerstört, katastrophale Voraussetzungen also, um mit einer Jahrhundertflut zurechtzukommen. Von der Bundesregierung erwarte ich daher nicht nur, dass sie die notwendigen Soforthilfen leistet, sondern auch einen entscheidenden Beitrag dazu leistet, um die Lebensbedingungen in Libyen langfristig zu sichern. Das heißt zum Beispiel Hilfsleistungen für erdbebensicheres Bauen und bessere Unterstützung für Maßnahmen zur Sicherung von Dämmen. Es geht jetzt darum, dass internationale Hilfsgelder dort ankommen müssen, wo sie wirklich gebraucht werden. Die Arbeit in Konfliktgebieten erfordert eine flexible Finanzierung und schnelle Reaktionsstrukturen. Wenn es um Hilfe geht,
dann muss humanitäres Handeln unabhängig von politischen Interessen sein. Bisher haben die deutsche Bundesregierung und die EU vor allem in die Unterstützung und Ausbildung der sogenannten libyschen Küstenwache investiert und in Flüchtlingslager, in denen die Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen. Medico International spricht sogar von Folterlagern. Mehr als 2 Jahre nach der letzten Berliner Libyen-Konferenz ist die Lage der Menschen vor Ort unverändert grauenvoll. Insbesondere für all die Flüchtlinge, zumeist aus der Subsahara-Afrika, sind die Lebensbedingungen katastrophal. Verschleppung, Versklavung, Folter in den Gefängnissen und völkerrechtswidrige Pushbacks durch die libysche Küstenwache werden vom Westen und der Bundesregierung hingenommen, wenn nicht sogar gefördert. Das darf so nicht weitergehen. Und all das ist mit der angeblichen wertebasierten Außenpolitik, die Annalena Baerbock immer wieder heraufbeschwört, nun mal nicht vereinbar. Diese Flüchtlingspolitik als regelbasiert zu bezeichnen, ist mehr als zynisch. Denn in genau diesen Lagern wird Völkerrecht täglich gebrochen. Auch das ist und bleibt vollkommen inakzeptabel. Was neben der Leistung von humanitären Hilfe auch geschehen muss, ist, dass Deutschland endlich damit aufhört, einen Beitrag dazu zu leisten, dass humanitäre Krisen und Fluchtursachen überhaupt erst entstehen. Durch die Beteiligung an NATO-Kriegen und die Lieferung von Rüstungsgütern in aller Welt. Die Bundesregierung tut leider nichts, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Nein, sie leistet einen Beitrag dazu. Die Lage wird dadurch teilweise noch verschlimmert. Das ist leider die Wahrheit, aber das muss sich ändern. Danke schön. Die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali war das. Nächster Redner ist Karamba Diaby. Er sitzt im Unterausschuss Globale Gesundheit. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der libyschen Stadt Darna hatte ich ein apokalyptisches Bild vor mir. Die Stadt ist vom Sturm zerstört, tote Körper liegen unter den Trümmern. Das berichtete Abdoulaye Bakili, Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für Libyen, nach seinem Besuch im Osten des Landes. Fassungslos haben wir die Nachrichten aus Nordafrika verfolgt. Erst das Erdbeben in Marokko mit fast 3.000 Toten, dann die Fluchtkatastrophe in Libyen mit über 11.000 Toten. Das sind unvorstellbare Zahlen, Zahlen, hinter denen Schicksale stehen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Verstorbenen und Vermissten, bei denjenigen, die alles verloren haben. Diese Menschen dürfen wir nicht im Stich lassen. Die verdienen unsere Aufmerksamkeit. Sie verdienen unsere Unterstützung. Deshalb begrüße ich sehr, dass Deutschland Libyen und Marokko sofort Hilfe angeboten hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich Ihre Aufmerksamkeit auf die Lage in Libyen lenken. Das Land ist seit dem letzten Bürgerkrieg gespalten. Im Westen, in Tripoli, sitzt die international anerkannte Übergangsregierung von Abdulhamid Dabeiba. Im Osten, wo sie die Katastrophe ereignet hat, die Gegenregierung unter General Haftar. Auch die Milizen präsentieren sich medial als starke Helfer. Es besteht die Gefahr, dass die Hilfe politisch instrumentalisiert wird. Fest steht, die Versorgung der Bevölkerung und die Aufklärung des Unglücks müssen an erster Stelle stehen. Politisches Kalkül darf hier keine Rolle spielen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beobachten, dass die Wut in der Bevölkerung wächst. Wut über mangelnde Infrastruktur, Wut über einflussreiche Eliten, die die Ressourcen kontrollieren. Die Menschen in Libyen fordern Gerechtigkeit, sie fordern Rechenschaft, sie fordern politische Teilhabe. Gleichzeitig beobachten wir eine Welle der Solidarität. Menschen aus dem Westen Libyens machen sich auf den Weg in den Osten. Sie packen an, trotz der politischen Teilung. Das zeigt, sie sind die Graben der Kämpfe wirklich leid. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Gruppe dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Die Geflüchteten.
In den letzten Monaten haben sich organisierte Migrationsrouten im Osten des Landes etabliert. Auch diese Menschen sind von der Katastrophe betroffen. Auch diese Menschen verdienen unseren Schutz. Was können wir nun tun, um die Zivilbevölkerung zu unterstützen? Fest steht, im Gespräch mit unseren libyschen Partnern müssen wir auf die Einhaltung der Menschenrechte pochen. Um es mit den Worten des UN-Beauftragten Bacilli zu sagen, das libysche Volk fordert endlich Einigkeit. Das libysche Volk fordert, die Ressourcen des Landes endlich gerecht einzusetzen. Es ist die Verantwortung der politischen Führer, sich nicht um eine Position zu klammern, sondern im Sinne der Bevölkerung zu handeln. Ich sage, diesen Wunsch der libyschen Bevölkerung müssen wir nachdrücklich unterstützen. Davon hängt die Zukunft der nächsten Generation ab. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle sagen wir Danke an die internationale Helferinnen und Helfer. Die Welt der Solidarität berührt uns. Es gibt uns aber Hoffnung, dass die Menschen in Krisenzeiten beisammen stehen. Dankeschön. Ramba Diaby hat hier auch auf die Rolle der Geflüchteten in den entsprechenden Regionen aufmerksam gemacht in dieser Aktuellen Stunde. Der nächste Redner ist Wolfgang Stefinger, Unionsfraktion. Die Stadt stinkt nach Tod. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dieser drastischen Aussage wird von einer Hilfsorganisation in der libyschen Stadt Derna die Lage dort beschrieben. Und es ist schon gesagt worden, die Berichte und Bilder der zerstörten Städte und Regionen machen uns alle betroffen. Und ehrlicherweise kommen bei mir auch Erinnerungen an die Bilder aus dem Ahrtal hoch. Stellenweise ist in Libyen aber sogar dreimal so viel Regen gefallen wie im Ahrtal. Den gesamten Opfern und Überlebenden gilt unser Mitgefühl und Beileid, aber damit ist es natürlich nicht getan, denn wie so oft kommt nach der Zerstörung die Seuche. Kein sauberes Wasser, unzureichende medizinische Versorgung, zu wenig Lebensmittel, die Folgekrankheiten breiten sich aus. Und wäre das alles nicht genug, es ist schon angesprochen worden, ist auch davon auszugehen, dass manche Machthaber die Hilfsaktionen nach eigenem Interesse und nicht nach Notwendigkeit vor Ort steuern. Ich möchte an dieser Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön auch unseren Helferinnen und Helfern vom Technischen Hilfswerk und auch vom Roten Kreuz sagen und Ihnen für Ihren großartigen Einsatz ausdrücklich danken. Ich möchte diesen Dank aber auch mit einem Appell an die Koalitionsfraktionen verbinden, bei der Haushaltsberatung doch auch noch mal nachzudenken, ob tatsächlich gerade hier der Rotstift angesetzt werden muss. Ich möchte auch der GIZ danken, die ganz schnell reagiert hat, umgeschichtet hat. Auch das BNZ hat schnell reagiert. Das ist meines Erachtens gut und richtig. Denn gerade auch in Zeiten von Krieg, von Hunger, von Krise werden verzweifelte Menschen leider auch sehr leicht zu Opfern von Plünderungen, von dubiosen Gruppierungen. Und auch die Staaten begeben sich in ihrer Not oftmals in Abhängigkeiten von fragwürdigen Despoten. Und deswegen ist es gerade in diesen Zeiten wichtig, dass wir unsere Hilfe anbieten. Dennoch muss ich auch hier sagen, es ist ja auch schon viel darüber gesprochen worden, das Thema humanitäre Hilfe ist ein wichtiger Punkt. Deswegen appelliere ich auch hier nochmal an die Ampelfraktionen, doch nochmal nachzudenken, ob die Prioritätensetzung im neuen Haushalt richtig sind und ob tatsächlich die drastischen Kürzungen im Bereich der humanitären Hilfe, im Bereich Wiederaufbau und Krisenbewältigung, im Bereich Infrastrukturaufbau wirklich Ihren Reden auch Taten folgen lassen können. Durch diese Mittelkürzungen sehe ich da eine große Gefahr. Von daher bitte ich Sie, da wirklich auch noch mal nachzusteuern. Ich glaube, es ist aber auch wichtig,
dass wir nüchtern analysieren, und zwar ohne Schaum vorm Mund, was auch zu dieser Krise geführt hat. Da ist das Thema Korruption auch schon angesprochen worden. Es muss hinterfragt werden, wieso die Dämme nicht gewartet wurden, obwohl 2012 bereits die Gelder hierfür ausbezahlt wurden. Und wir müssen auch, und das gehört ehrlicherweise zur Wahrheit auch dazu, und ich glaube, eine gute Freundschaft hält es auch aus, auch mit unseren französischen Freunden sprechen, was die Unterstützung des Generals Haftars betrifft. Ich glaube, dass das an der Zeit ist, dass wir dieses Thema, dass Sie dieses Thema mit den französischen Freunden auch diskutieren, ob tatsächlich hier eine Unterstützung von Frankreich gerechtfertigt ist. Insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es meiner Meinung nach dringend an der Zeit, dass Sie kurz-, mittel- und langfristige Ziele definieren für Nordafrika und den Nahen Osten und auch eine echte Strategie entwickeln. Meines Erachtens brauchen wir mit den dortigen Partnerstaaten dringend einen Pakt für Wiederaufbau der von Krieg und Krisen betroffenen Regionen. Wir brauchen einen gemeinsamen Plan für die Unterstützung der Staaten bei den unterschiedlichsten Themen, ob das Ernährung ist, Versorgung mit Trinkwasser, Gesundheitsversorgung, Strom etc. Und natürlich muss auch eine Priorität auf der Korruptionsbekämpfung liegen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Vor allem aber muss meines Erachtens die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der MENA-Region massiv ausgeweitet werden. Die Menschen dort brauchen eine Perspektive. Eine MENA-Strategie ist dringend notwendig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie auch noch mal ermuntern, auch Marokko die Unterstützung anzubieten und auch noch mal sich auch selber zu hinterfragen, warum die angebotene Hilfe nicht abgerufen wurde, während andere Staaten hier helfen konnten, Großbritannien beispielsweise oder Spanien. Vielleicht ist auch die ideologiegetriebene Außenpolitik hier mit ein Punkt. Das müsste man bitte auch mal ohne Schaum vom Mund wirklich diskutieren. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Ich möchte dringend appellieren an die Bundesregierung, schenken Sie insbesondere der MENA-Region mehr Aufmerksamkeit, als Sie das bisher getan haben. Vielen Dank. Wolfgang Steffinger fordert hier zur Selbstkritik aus. Man muss dazu sagen, dass ja zum Beispiel die frühere Kolonialmacht Frankreich auch Hilfe angeboten hat an Marokko. Auch dies wurde abgelehnt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Marokko und Libyen wurden in den letzten zwei Wochen von entsetzlichen Naturkatastrophen heimgesucht. Die Bilder, die uns von dort erreichen, lassen das Leid der Menschen nur ansatzweise erahnen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Betroffenen. Deutschland steht auch in diesen schwierigen Zeiten an der Seite Marokkos und Libyens. Am späten Abend des 8. September wurde Marokko von einem Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert. Das Rote Kreuz schätzt, dass insgesamt 320.000 Menschen von diesem Erdbeben betroffen sind. Die Katastrophe hat fast 3.000 Todesopfer gefordert. Über 6.100 Menschen wurden verletzt. Das Epizentrum des Bebens lag ca. 70 Kilometer entfernt von Marrakesch, vielen bekannt für die wunderschöne Altstadt, auch ein beliebtes Reiseziel für deutsche Urlauber. Die schwersten Schäden trafen aber eine Gebirgsregion im Hohen Atlas. Viele kleine Orte wurden zerstört und waren nach dem Erdbeben zunächst von der Außenwelt abgeschnitten. Die Straßen waren von Felsstürzen blockiert, was den Rettungskräften den Zugang zusätzlich erschwerte. Umso wichtiger ist in solchen Situationen eine effektive Koordinierung der Katastrophenhilfe. Wie viele andere Staaten haben auch wir Marokko unsere Solidarität ausgesprochen und Unterstützung bei der Katastrophenhilfe angeboten. Ein Team des Technischen Hilfswerks kam bereits am Sonntag, keine zwei Tage nach dem Beben, in Rabat an, um unsere Botschaft mit Expertise zu unterstützen. Such- und Rettungskräfte standen für einen kurzfristigen Einsatz bereit. Dafür möchte ich dem THW an dieser Stelle ausdrücklich danken. Marokko hat sich für unser Angebot auch bedankt, jedoch letztlich entschieden, unsere Unterstützung nicht abzurufen. Ich möchte betonen, dass wir keine politischen Motive hinter dieser Entscheidung erkennen können. Es liegt im Ermessen der marokkanischen Behörden, welche Hilfe wo gebraucht wird. Nur sie haben ein vollständiges Bild von der Lage vor Ort und können die Hilfe effektiv koordinieren. Marokko unternimmt gerade einen Kraftakt, um so schnell wie möglich ein Maß an Normalität für die Betroffenen wiederherzustellen. Staatliche Hilfe kommt mittlerweile im gesamten Schadensgebiet an. Auch viele private Initiativen sind überall im Land aktiv,
um Nothilfe für die Betroffenen zu organisieren. Die Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität, die durch das ganze Land geht, ist beeindruckend. Der marokkanische Rote Halbmond wird dabei auch vom Deutschen Roten Kreuz vor Ort bei der Verteilung von Hilfsgütern unterstützt. Deutschland bleibt bereit, Marokko nach besten Kräften zu unterstützen, bei der humanitären Hilfe wie auch beim Wiederaufbau. Dafür bleiben wir im Gespräch mit unseren marokkanischen Partnern. Nur wenige Tage nach diesem Erdbeben erreichten uns am 10. September weitere schreckliche Bilder, dieses Mal aus dem Osten Libyens, wo der Mittelmeersturm Daniel auf ca. 600 Kilometer Küstenlinie enorme Verwüstungen hinterließ. Es handelt sich um die schlimmste Naturkatastrophe seit Jahrzehnten. Der Zugang zu vielen Gebieten bleibt schwierig, sodass es sicher noch einige Zeit dauern wird, bis wir ein komplettes Bild haben. Allein in der Hafenstadt Dana mit seinen 100.000 Einwohnern wurden durch zwei Dammbrüche ganze Stadtviertel weggespült. Mehrere tausend Menschen starben, Tausende werden weiter vermisst, viele Überlebende sind obdachlos. Es mangelt an medizinischer Versorgung, Notunterkünften, Nahrungsmitteln. Die Vereinten Nationen beziffern allein die dringendsten humanitären Bedarfe auf 71,4 Millionen US-Dollar. Libyen hat angesichts dieser Katastrophe schnell reagiert und sehr früh um internationale Hilfe gebeten. Am 12.09. aktivierte Libyen das EU-Katastrophenschutzverfahren, über das auch Deutschland seine Hilfe koordiniert. Nur zwei Tage später, am 14. September, erreichten zwei Bundeswehrmaschinen, beladen mit Material des Technischen Hilfswerks, wie Zelten, Decken, Wasserfiltern und Generatoren, Benghazi. Unser Botschafter war bei der Übergabe an das dafür gegründete Krisenkomitee vor Ort. Wir haben die humanitäre Hilfe für Libyen kurzfristig auf insgesamt 12,2 Millionen Euro aufgestockt. Diese wird über die Vereinten Nationen, insbesondere das Welternährungsprogramm, die Weltgesundheitsorganisation und UNHCR für Libyen eingesetzt. Indem wir mit bewährten Partnern zusammenarbeiten, stellen wir auch sicher, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird. Wir werden damit die Ernährungssicherheit und den Gesundheitsschutz besonders vulnerabler Gruppen unterstützen. Dazu gehören auch die zahlreichen Geflüchteten im Osten Libyens, von denen gerade einmal 1.000 offiziell registriert sind. Wir müssen vermutlich von einer weit höheren Anzahl nicht registrierter MigrantInnen in der Krisenregion rechnen. Wir stehen mit dem UNHCR in Kontakt, um zum Schutz und zur Versorgung dieser besonders vulnerablen Gruppe beizutragen. Und liebe Kolleginnen von den Linken, natürlich unterstützen wir keine illegalen Pushbacks. Im Gegenteil, diese Bundesregierung hat die Kooperation und die Ausbildung der Küstenwache beendet und aus dem Bundestagsmandat gestrichen. Das Deutsche Rote Kreuz wird vor Ort eine Soforthilfemaßnahme mit dem Schwerpunkt der Wasseraufbereitung umsetzen, zusammen mit dem libyschen Roten Halbmond und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Zusätzlich ist Deutschland größter Einzahler in den Nothilfefonds der Vereinten Nationen, der bereits 10 Millionen US-Dollar für die Bewältigung der Folgen der Überschwemmungen ausgeschüttet hat. Davon stammt jeder vierte Dollar aus Deutschland. Nicht zuletzt hat das BMZ 4 Millionen Euro für kurzfristige Hilfen bereitgestellt. Wir haben es vorhin schon gehört. Da geht es unter anderem um ausgebildete Ärztinnen aus anderen Landesteilen, die verlegt werden, und um die Stromversorgung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sturm Daniel und seine Folgen führen uns auch unsere eigene Verantwortung noch einmal deutlich vor Augen. Die menschengemachte Klimaerwärmung hat zu dieser Flutkatastrophe ihren Teil beigetragen, das Mittelmeer auf Rekordtemperaturen aufgeheizt und damit zu ungekannten Niederschlagsmengen geführt. Die schrecklichen Folgen mahnen uns, dass wir alles daran setzen müssen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Zumal die Folgen der Klimakatastrophe meist Länder trifft, die weniger dazu beigetragen haben als die industrialisierten Länder des Nordens. Im Falle Libyens kommt hinzu, dass diese Katastrophe ein tief gespaltenes Land mit geteilten politischen Institutionen trifft. Und doch erleben wir angesichts der Katastrophe auch einen Willen zur Einheit, der Hoffnung macht. Sehr frühzeitig hat die libysche Regierung in Tripolis Hilfen auf den Weg gebracht. Unsere Kontakte vor Ort berichten, dass die Koordinierung der Hilfe trotz der politischen Spaltung recht gut funktioniert. Wir hoffen, dass dieser Wille zur Einheit auch in den kommenden Tagen und Wochen anhält, denn langfristig ist die politische Spaltung für Libyen und für die Bevölkerung kaum tragbar. Durch diese Spaltung herrscht eine schwache Staatlichkeit, die es nicht schafft, den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden. Und gerade die Bevölkerung von Derna hat schon im Bürgerkrieg besonders unter den Luftangriffen gelitten
und unter der nachfolgenden Vernachlässigung. Die Spaltung des Landes kann aus unserer Sicht nur durch einen inklusiven politischen Prozess überwunden werden, an dessen Ende demokratische Wahlen stehen. Das ist der mit den libyschen und internationalen Akteuren im Berliner Prozess vereinbarte Fahrplan. Und diesen Ansatz verfolgt auch der Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs Battili, den wir vollumfänglich unterstützen. Und lieber Kollege Hart, Sie haben zu Recht gesagt, Katastrophe sollte nicht der Moment sein für politische Auseinandersetzungen. Aber zu behaupten, es sei die Außenministerin, Herr Kollege Hart, die sich nicht genug einbringt und damit sonst die Katastrophe hätte verhindern können, ist, glaube ich, an dieser Stelle nicht angemessen. Wir führen den Libyen-Prozess fort, den Berlin-Prozess. Die Außenministerin hat deutlich gemacht, dass wir für weitere eine Berlin-3-Konferenz bereitstehen. Das ist aber auch noch nicht abgerufen. Ansonsten führen wir die Gespräche in den Arbeitsgruppen fort und stehen jederzeit bereit. Wir lassen die Libyerinnen und Libyer jetzt nicht allein. Deutschland steht weiter an der Seite des libyschen Volkes, wenn es darum geht, die Auswirkungen dieser Katastrophe zu bewältigen und sein Schicksal mit freien und gerechten Wahlen selbst in die Hand zu nehmen. Vielen Dank. Katja Keul war das, die Staatsministerin im Auswärtigen Amt hier in der Aktuellen Stunde zur Lage in Nordafrika. Karl-Julius Kronberg spricht als nächstes für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Leid in den Dörfern südwestlich von Marrakesch und in Derna muss unbeschreiblich groß sein. Das Erdbeben in Marokko und die Dammbrüche in Libyen haben zigtausenden Menschen Tod, Zerstörung und Verzweiflung gebracht. Ganze Familien wurden ausgelöscht, viele Überlebende vermissen ihre Angehörigen, haben Haus und Hof verloren. Es drohen Obdachlosigkeit, Trinkwasserknappheit und Seuchen. Das vollständige Ausmaß der Katastrophen ist noch immer unklar. Beobachter befürchten, dass die Zahl der Opfer erheblich über den veröffentlichten Zahlen liegen könnte. Viel können wir nicht tun. Aber ich finde es gut, dass heute von Parlament und Regierung eine starke Botschaft an die Menschen in Libyen und Marokko ausgeht, die da lautet, ihr seid nicht allein, wir stehen bereit, euch zu helfen. Und deshalb begrüße ich als Vorsitzender, ich nehme an, auch im Namen der ganzen Parlamentariergruppe Maghreb, deshalb begrüßen wir, dass wir heute die Gelegenheit haben, unseren Nachbarn am südlichen Mittelmeer unser Mitgefühl auszudrücken und noch wichtiger, unser Hilfsangebot zu erneuern und zu bekräftigen. Eine Abrechnung mit der Arbeit der Bundesregierung oder die Überbetonung der eigenen politischen Agenda sind hingegen heute Nachmittag fehl am Platz, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Opposition. Nun sind Hilfsangebote noch keine Hilfe. Die hat Libyen angefordert, hat das EU-Katastrophenschutzprogramm ausgelöst. Frau Staatsministerin, Sie haben darauf hingewiesen und nimmt breite Hilfe auch aus Deutschland in Anspruch. Das gibt auch mir die Gelegenheit, dem Technischen Hilfswerk ein herzliches Dankeschön für seine spontane Einsatzbereitschaft sowohl in Marokko als auch in Libyen auszusprechen. Auch zwei Helfer aus meinem Wahlkreis, dem Hochsauerlandkreis, standen abflugbereit am Flughafen, um in Marokko Überlebende zu suchen und zu bergen. Mein Eindruck ist, dass seitdem ich 1990 als Helfer beim THW ausgeschieden bin, die Leistungsfähigkeit im Katastrophenschutz beim THW signifikant verbessert wurde. Hoffentlich nicht meinetwegen. Also nicht. Aber daher von dieser Stelle aus gut so und danke THW. Ein Gedanke noch zu Libyen. Wenn sich bestätigt, dass die Teilung des Landes zwischen Ministerpräsident Baber und General Haftar bislang nicht zu einer Blockade der Hilfslieferungen geführt hat, dann ist das sehr begrüßenswert. Libyen braucht Stabilität und keine Einflussnahme von außen. Kollege Tobias Bachalle hat darauf hingewiesen. Staaten mit stabilen und demokratischen Institutionen bewältigen Naturkatastrophen besser. Deshalb darf ich heute die vage Hoffnung äußern, dass sich Libyen, wenn die schlimmsten Folgen der Flut bewältigt sind, dazu entscheiden könnte, bestehende Konflikte beizulegen und stattdessen den Weg zu Frieden, staatlicher Einheit und freien Wahlen
einzuschlagen. Die Menschen in Libyen hätten es nach dieser Katastrophe mehr denn je verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Königreich Marokko hat auf die meisten ausländischen Hilfsangebote, so auch aus Deutschland, verzichtet. Ja, das hat auch mich irritiert. Aber nein, es steht uns nicht zu, über diese Entscheidung vorschnell zu urteilen. In letzter Konsequenz können wir über die Gründe für die äußerst selektive Inanspruchnahme ausländischer Hilfe nur spekulieren. Vielleicht spielten alte Verletzungen eine Rolle, vielleicht gab es objektive Gründe, vielleicht wollte man die immense Hilfsbereitschaft der marokkanischen Bevölkerung, die hier unbedingt Erwähnung finden sollte, zusätzlich mit dem Appell mobilisieren, wir schaffen das alleine. Wir wissen das nicht mit Sicherheit und können letztlich auch keinen Einfluss nehmen. Wenn aber hinter der Zurückhaltung in Rabat ein Misstrauen gegenüber der Europäischen Union steht, weil in der Vergangenheit vielleicht zu oft der Eindruck entstanden ist, nicht als Partner auf Augenhöhe angesprochen zu werden, dann sollten wir daran etwas ändern. Marokko und Libyen sind unsere Nachbarn. Sie sind Mittelmeeranrainer wie Frankreich, Spanien und viele mehr. Politische Einflussnahme oder wirtschaftliche Übervorteilung passen nicht in mein Bild von einem Mittelmeerraum, der auf Partnerschaft und Kooperation gründet. Auch in Marokko wird sich die Frage nach dem Wiederaufbau stellen und der wirtschaftlichen Perspektive danach. Deshalb schlagen wir Freien Demokraten vor, das Europa-Mittelmeer-Assoziierungsabkommen zu einer zollfreien Freihandelszone Mittelmeer auszubauen. Die jüngsten Naturkatastrophen in Libyen und Marokko waren vielleicht nicht die letzten. Stärkere wirtschaftliche Verflechtungen können helfen, mehr Vertrauen in anderen Feldern der Zusammenarbeit zu entwickeln. Vertrauen kann beitragen, die Hindernisse zu überwinden, die jetzt vielleicht noch im Weg gestanden haben. Hilfe anzunehmen, den betroffenen Menschen wäre es zu wünschen. Soweit der Vorsitzende der Parlamentariergruppe der Maghreb-Staaten, Karl-Julius Kronenberg. Jonas Geißler spricht als nächstes für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Bilder, die wir in diesen Tagen aus Libyen und Marokko sehen, erschüttern uns alle. Es sind Bilder von verzweifelten Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben, ihr Hab und Gut und wohl viel zu oft auch ihre eigene Zukunft. Es sind Bilder von Trauer, von Wut und von Entsetzen. Es sind Bilder, die uns selbst stumm werden lassen, weil uns nichts anderes bleibt als Mitgefühl und Anteilnahme. Mich hat persönlich am meisten die Geschichte eines Jungen nachdenklich gemacht, beeindruckt, der in Marokko mit Journalisten gesprochen hat. Der Junge war 10 Jahre alt, ist zielsicher auf die Journalisten zugegangen und wollte seine Geschichte erzählen, dass er alles verloren hat, dass sie vor allen Dingen jetzt Zelte brauchen. Es gibt wohl ein Zelt, wo alle drin sind, das ist viel zu wenig. Bald kommt der Winter, es ist kalt. Der Junge redet und redet immer weiter und weiter, weil er sich sein ganzes Leid von der Seele in dem Moment spricht. Das sind die Bilder, die einen genau in so einer Situation tief berühren. Die Situation in den Erdbebengebieten ist unübersichtlich, ist ganz anders als in Libyen, weil wir zwei Naturkatastrophen haben, die unterschiedlich sind, wo die eine Regierung Hilfe ablehnt, die anderen Regierungen die Hilfe sehr wohl annehmen. Es sind zwei unterschiedliche Naturkatastrophen in Systemen, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein können. Aber genau das ist der Kern, der humanitäre Hilfe ausmacht. Wir haben in Libyen ein vom Bürgerkrieg tief zerrissenes Land, einen gestürzten Diktator, Militärinterventionen, Anarchie, Chaos, Dschihadisten, Wagner-Söldner. Wir sehen in Libyen eine Regierung, die anerkannt wird, eine andere, die das nicht wird. Libyen ist kein armes Land, aber in Libyen gibt es Korruption, Gewalt und Unruhen.
Und dazwischen ist die Stadt Darna. Eine Stadt, wo die Menschen im arabischen Frühling als erstes aufgestanden sind, um gegen Gaddafi zu demonstrieren. Die auch über die Jahre hinweg keine Mittel vom Staat bekommen haben, weil sie als Widerständler gegolten haben. Die aber auch danach vernachlässigt worden sind. Wo es Dschihadisten, Islamisten gegeben hat, die immer als unsicher eingeordnet worden sind. Und wir sehen eine Stadt, in der die Korruption geherrscht hat. Keinem funktionierenden Wetterdienst, keiner Sturmwarnung, wo die Hilferufe der Bevölkerung ignoriert worden sind. Wo Menschen etwas angeprangert haben, auf was nicht gehört worden ist. Wo man jetzt mehr als alles schweres Gerät braucht. Gar nicht unbedingt finanzielle Hilfen, sondern Zelte, schweres Gerät, Maschinen, Sachleistungen. Und das ist genau das, was humanitäre Hilfe ausmacht. Humanitäre Hilfe ist der Moment, wo der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird. Humanitäre Hilfe ist der Moment, wo dem Einzelnen geholfen wird, der im Zweifel unschuldig gewesen ist, der sich selbst nicht helfen kann. Und humanitäre Hilfe bedeutet für uns, dass wir uns ihr auch stellen müssen. Auch bei unangenehmen Diskussionen. Wenn zum Beispiel negiert wird, dass es humanitäre Hilfe überhaupt braucht, weil man doch viel mehr für seine eigenen Leute was machen sollte. Wenn wir aufstehen und genau denen, die das sagen, entgegentreten, dann tun wir das, weil wir wissen, humanitäre Hilfe ist Teil unserer eigenen Staatsräson. Das ist die Würde des Menschen, die Menschlichkeit, auf die wir uns immer wieder beziehen. Und die Bundesrepublik Deutschland macht das seit Jahren, seit Jahrzehnten und sie macht es vor allen Dingen gerade auch jetzt. Humanitäre Hilfe wird aber nicht nur gemacht, weil es anständig ist, sondern auch, weil wir die Notwendigkeit erkannt haben, wenn wir unmittelbar helfen, dass wir weiteres verhindern können, zum Beispiel Flüchtlingsströme der Zukunft. Wenn man Menschen im Jetzt und Ist hilft, dann brechen sie gar nicht erst auf. Auch das ist einer der Gründe, warum man keine Symptome bekämpfen muss, sondern humanitäre Hilfe fortsetzen muss. Und deswegen ist es mein großer Appell an uns alle, die Mittel in der humanitären Hilfe nicht zu kürzen, weil sie lebensnotwendig und wichtig sind. Kürzen Sie nicht im Bereich humanitäre Hilfe. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Nadja Starmer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bilder und die Informationen, die uns aus den Gebieten in Marokko und auch aus Libyen erreichen, sind furchtbar und sie sind katastrophal. Häuser, Straßen, Schulen, alles liegt in Trümmern. Wir hören Zahlen von Unzähligen, von Toten, von 10.000 Verletzten. Aber beide Katastrophen haben etwas ganz gemeinsam. Es sind beides akute Folgen der Klimakrise. Sie haben die Menschen und die Gebiete überrollt und sie unvorhersehbar getroffen und besonders die Schwächsten der Schwächsten haben sie am härtesten getroffen. Libyen ist ein Land, das seit über 10 Jahren geprägt ist von politischen Konflikten, das keine funktionierende öffentliche Infrastruktur hat und das ist besonders heftig für die vielen Geflüchteten, die aus den umliegenden afrikanischen Ländern, die auch konfliktgetragen sind, dorthin geflohen sind und dort schon mal Schutz gesucht haben. Sie sind jetzt am meisten dort getroffen. Marokko ist auch geprägt von einer starken Wirtschaftskrise in den letzten Jahren, von einer Verteuerung der Lebensmittel. Auch aufgrund der Ukraine-Krise ist es dort zu einer Knappheit gekommen, die jetzt besonders hart zuschlägt. Die Versorgungslage ist einfach in allen Gebieten schwierig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am meisten getroffen neben den Geflüchteten sind natürlich auch die Kinder und die Familien vor Ort. Grundlegende Infrastruktur wurde zerstört, Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, alles nicht mehr existent. Und die Folgen solcher Katastrophen sind für Kinder meistens noch viel schlimmer als die Katastrophe selbst. Denn es gibt kein sauberes Trinkwasser, es gibt keine Versorgung und es breiten sich gerade Cholera und auch Typhus aus. Und das bedeutet auf lange Sicht im Zweifelsfall arge Krankheiten und da müssen wir hinschauen. Kinder brauchen jetzt schnell sauberes Wasser, ein trockenes und ein sicheres Bett und genügend zu essen.
Viele Kinder wurden von ihren Familien getrennt. Und ich bin sehr dankbar, dass es die Expertise von internationalen Organisationen wie dem Roten Kreuz gibt, die dabei unterstützt, dass Kinder und ihre Familien oder Angehörigen sich wieder zusammenfinden können. Einen herzlichen Dank dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Katastrophen kommen unvorhergesehen, hart und mit aller Naturgewalt. Aber humanitäre Hilfe steht bereit und ist sofort handlungsfähig. Das hat gezeigt, das hat der Einsatz des THWs zum Beispiel gezeigt, die sofort unterwegs waren, mit Wasserfiltern, mit Generatoren, mit Zelten und Decken, sich auf den Weg in die Flutgebiete gemacht haben. Das sind Ärzteteams, die unterwegs sind, die sich sofort auf den Weg gemacht haben, auch aus Deutschland, um vor Ort Unterstützung zu leisten. Und ich bin auch dem BMZ sehr dankbar, dass auch vor Ort die Teams in Libyen genutzt hat, um die schon da waren und die jetzt umgeschichtet hat, in die Krisenregionen sozusagen, um dort bei der Gesundheitsversorgung und der psychosozialen Beratung und Begleitung der Menschen vor Ort zu unterstützen. Ich danke ganz explizit allen internationalen und auch deutschen Helferinnen und Helfern, die sich in diese schwierigen Krisenlagen begeben und dort Unterstützung leisten. Humanitäre Hilfe muss bereitstehen, wenn es darauf ankommt. Unkompliziert und schnell. Und dafür ist es notwendig, dass wir uns innerhalb der Bundesrepublik in eng abstimmen. Und aber natürlich auch die internationale Abstimmung und die europäische Abstimmung muss stimmen. Und die Zusammenarbeit muss gut funktionieren und koordiniert sein. Ich bin dankbar, dass die Zusage der Bundesregierung an Marokko steht. Sobald sie den UN-Krisenmechanismus aktivieren, stehen die Mittel bereit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist der Internationale Kindertag. Konflikte und Pandemien, die Folgen des Klimawandels, bedrohen die Entwicklungschancen von Kindern weltweit. Und das diesjährige Motto könnte da kaum passender sein: Jedes Kind braucht eine Zukunft und wir dürfen kein Kind zurücklassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe mit einem Gruß an alle Kinder und auch an meine Kinder. Ihr seid uns wichtig. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Boris Miratovic. Boris Miratovic ist der menschenrechtspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viele Punkte zur katastrophalen Lage in der Flutregion in Libyen und der Erdbebenregion in Marokko sind bereits benannt worden und möchte zu Beginn ganz nach vorne stellen, dass ich mich sowohl den Bildern, die Sie, Dr. Diaby, genannt haben, die Grausames demonstrieren und zeigen, mit Anteilnahme anschließe, im Namen meiner Fraktion, im Namen des ganzen Hauses. Und was ich besonders wichtig finde, es sind eben nicht nur internationale Kräfte, es sind vor allen Dingen auch nationale Kräfte, die sich aufmachen in Solidarität in Libyen. Sie haben es genannt, das finde ich besonders bemerkenswert, Frau Dr. Kofler, ich gehe da gleich noch näher drauf ein. Der Dank gilt allen Einsatzkräften, bei Katastrophen zusammenzustehen, ist ein urmenschliches Bedürfnis und das dürfen wir nicht unterschätzen. Entscheidend ist aber im Augenblick, dass die Hilfe in diesen Regionen auch wirklich ankommt, dass humanitär gearbeitet werden kann. Die Einsatzkräfte leisten da herausragende Leistungen, herausragende Arbeit. Und das Budget in dem Bereich der humanitären Hilfe, wir werden es in den Haushaltsberatungen sicher noch thematisieren, ist per se nie falsch angelegtes Geld. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Budget zum Gegenstand von Reduktionen wird. Gerade in dieser Flutkatastrophe sehen wir, wie wichtig es ist, und es ist auch eben von der Kollegin Stamer schon genannt worden, weitere Katastrophen im Gesundheitsbereich liegen vor uns. Wir müssen bei der Trinkwasserversorgung mittelfristig arbeiten. Daher ist es wichtig, das auch zu betonen, was Frau Staatsministerin Kohl gesagt hat. Diese Erkenntnis liegt im Auswärtigen Amt vor, und wir sind dort mit den Abteilungen ebenfalls im Einsatz. Die EU hat das Katastrophenschutzfahren aktiviert. In Libyen zeichnet sich eben genannt die nächste Katastrophe ab. Und es ist auch wichtig, einmal hinzuschauen, dass in Dana tatsächlich auch an den Staudämmmaßnahmen nicht gemacht wurden, nicht weil das Geld fehlte, sondern weil die Strukturen fehlen. Und hier ist es, glaube ich, unerlässlich zu betonen, dass wir mit humanitärer Hilfe eben neue Strategien verfolgen. Ich würde gerne auf die vorausschauende Arbeit hinweisen. Bereits 2012 wurden die Integrität beider Staudämme angemahnt, dass dort gearbeitet werden müsse. Und wir haben es nicht geschafft, lokal zu handeln.
Und Lokalisierungsstrategie ist eine Strategie in der humanitären Hilfe, und die bedeutet, vor Ort zu sein. Wenn Sie eben Frau Kofler zugehört haben, dann hat sie genau das im Bereich des Gesundheitswesens, im Bereich der Infrastruktur, des Stroms beschrieben. Wir sind vor Ort und helfen lokal den Einrichtungen, sich selbst fit zu machen. Nicht einer korrumpierten staatlichen Führung, sondern vor Ort Strukturen und Menschen. Wir haben es bei den Staudämmen eben nicht geschafft. Und das gehört zur Wahrheit dazu, dass die Menschen in der Form leiden, hat was mit einem Versagen zu tun. Und da ist mir der Begriff Failed State viel zu kurzgreifend. Ich würde gerne zwei Themen aufgreifen, die für uns in der humanitären Hilfe in den Diskussionen sehr, sehr wichtig sind. Wenn Katastrophen eingetreten sind, dann gilt es, umfassend zu helfen. Und wenn wir dann schauen, was in Libyen notwendig ist, dann ist die Ausstattung unseres THWs und unserer Krisenkräfte sehr, sehr wichtig, weil vor Ort wenig Infrastruktur vorhanden ist. Das heißt, wir können manche Dinge gar nicht kurzfristig machen, sondern wir müssen dort mittel- und langfristig planen. Zweitens, der Bedarf an Katastrophenhilfe wird zunehmen. Frau Keul hat es benannt. Wetterextreme, also Ereignisse wie Starkregen, wie der Sturm Daniel, der an 600 Kilometern wie ein aufgeladenes Mittelmeer niederregnet, sind in der Menge, in der Zahl steigend. Und hier müssen wir langfristig uns aufmachen, genau diese Ereignisse zu antizipieren. Deswegen brauchen wir die Mittel in einer vorausschauenden Arbeit in der humanitären Hilfe, sodass wir dann auch reagieren können, wenn es gebraucht wird. Fazit aus Punkt 1. Wir müssen uns auf den Zusagen, auf den Zuwachs von Aufgaben einstellen. Stichwort globale Erwärmung. Wir müssen unsere Rettungskräfte entsprechend ausstatten. Und wir müssen in der internationalen Zusammenarbeit auch für Kooperation werben. Völkerrecht ist an der Stelle keine Ideologie, wenn ich das mal so platt formulieren darf. Fazit Nummer 2, und das ist mir ganz wichtig, wir müssen vorausschauend handeln, und zwar bevor Katastrophen eintreten. Prävention in der humanitären Hilfe ist entscheidend. Und ich sagte es eben, eine starke lokale Zivilgesellschaft kann erreicht werden und müssen wir erreichen. Es gibt dort verschiedene Ansätze, auch in der Zusammenarbeit mit UN-OCHA, mit anderen internationalen Organisationen. Wir dürfen nicht erst nur überplanmäßig reagieren, wenn die Katastrophe passiert ist. Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam dafür streiten, dass wir hier gut fortgesetzt als zweitgrößter Geber der Welt in der humanitären Hilfe arbeiten. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Saneh Abdi. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, sehr geehrte Damen und Herren! Die Katastrophen in Marokko und Libyen reihen sich in eine inzwischen sehr lange Reihe von Klima-, Umwelt- und anderen Katastrophen, die immer in kürzeren Abständen auftreten und, so sagen einige, an die wir uns anscheinend gewöhnen müssen. Ich sage Ihnen mal was, ich möchte mich daran nicht gewöhnen. Weder möchte ich so abstumpfen, dass mich die Schicksale der von Klima- und anderen Katastrophen betroffenen Menschen nur für die Dauer der Tagesschau-Meldung berühren, noch möchte ich die Folgen des Klimawandels und nichts anderes sind die Extremwetterereignisse als gegeben hinnehmen. Einer dieser katastrophalen Folgen ist die Flut in Libyen, bei der nach letzten Schätzungen, wir haben es gehört, der Vereinten Nationen über 11.000 Menschen ihr Leben gelassen haben. Nein, die Häufung solcher extremen Ereignisse muss genau das Gegenteil von Abstumpfung und Akzeptanz bedeuten, nämlich, dass wir anhaltende Solidarität mit den betroffenen Ländern zeigen und in unserem Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel nicht nachlassen. Was auch mich nachhaltig beeindruckt hat, ist die direkt nach dem Beben in Marokko angelaufene Hilfe innerhalb der marokkanischen Zivilgesellschaft vor Ort. Wirklich jeder will helfen und gibt, was er kann. Die Solidarität ist enorm und mir wurde berichtet, dass im ganzen Land umgehend Sammelplätze für Lebensmittel, Medikamente und alle anderen lebensnotwendigen Dinge eingerichtet wurden. Zehntausende haben Blut gespendet und es werden private Hilfskonvois in die Katastrophengebiete geschickt. Eine überwältigende Welle des Mitgefühls, der gemeinsamen Trauer, aber auch Solidarität und Selbsthilfe geht durch das Land. Und das betone ich hier heute deswegen,
weil ich in einem der zahlreichen unsäglichen AfD-Anträge kürzlich etwas von, ich zitiere, mangelnder Eigenverantwortung in Afrika gelesen habe. So viel dazu. Lassen Sie mich kurz auch auf die Organisation der staatlichen Hilfe vor Ort eingehen. Ich teile in diesem Fall die hier in Deutschland sehr schnell folgte pauschale Kritik an der Regierung der Organisation der Hilfe nicht. Denn erstens, und das haben andere vergleichbar komplexe Krisenkontexte gezeigt, ist es durchaus sinnvoll, erst einmal ausgewählte ausländische Hilfsangebote anzunehmen, um die Hilfe besser koordinieren zu können. Und dies gilt vor allem für so unwegsame Gebiete wie das Epizentrum des Bebens im Atlasgebirge, das sehr schwer zugänglich ist. Und es gibt Hilfsgütertransporte, wir haben es heute schon gehört, des Deutschen Roten Kreuzes, die Zelte und andere lebensnotwendige Dinge liefern. Das ist genau die humanitäre Hilfe, die nun benötigt wird. Nach allem, was ich aus Marokko höre, ist die Hilfe der Regierung nun angelaufen. Suchmannschaften zur Rettung von Verletzten sind vor Ort. Nahrungsmittel, Zelte, Decken und Kleidung werden verteilt. Die Infrastruktur im Schadensgebiet wird langsam wieder aufgebaut. Familien erhalten Soforthilfen. Es gibt ein erstes Wiederaufbauprogramm. Und ich erlaube mir an dieser Stelle zu sagen, dass das möglich war. Das ist auch ein Ergebnis unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Marokko. Denn Marokko hat in den letzten Jahren spürbar politische, wirtschaftliche und soziale Fortschritte erzielt. Und der Blick nach Libyen zeigt, welchen lebensrettenden Unterschied es für die Bevölkerung macht, wenn ein Staat in der Lage oder eben nicht in der Lage ist, auf solche Katastrophen zu reagieren. Genau deswegen differenzieren wir unsere Hilfen und unsere Ansätze. Und um das langfristig zu erreichen, müssen wir nach der nun so dringend benötigten Phase der kurzfristigen humanitären Hilfe den Fokus in unserer Zusammenarbeit mit Libyen beibehalten. Wir unterstützen das Land weiterhin bei der Friedensfindung, dem Wiederaufbau demokratischer Institutionen und der Umsetzung politischer und wirtschaftlicher Reformen. Damit Libyen zukünftig in der Lage ist, seine Bevölkerung vor einer Katastrophe wie der jetzigen zu beschützen bzw. nach einer Katastrophe eigenverantwortlich und unmittelbar Hilfe zu leisten. Und damit die Zivilgesellschaft autokratischer Staaten wie Libyen den Folgen des Klimawandels nicht schutzlos ausgeliefert sind. Was ich hinsichtlich der Berichterstattung zu möglichen politischen Gründen für erfolgte oder auch nicht erfolgte Hilfeleistungen noch betonen möchte, ich begrüße es ausdrücklich, dass sich nach einer Phase des diplomatischen Schweigens die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko langsam wieder normalisieren und wir unsere Entwicklungszusammenarbeit wieder aufgenommen haben. Und mit Blick auf unsere weitere Zusammenarbeit noch ein Ausblick. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass der Wiederaufbau 6 Jahre in Anspruch nehmen wird. Und der Wiederaufbau wird das Land vor große Herausforderungen stellen und manche Entwicklungsfortschritte rückgängig machen. Hier werden auch wir zukünftig als verlässlicher Partner gefordert sein. Und das ist genau richtig, die kommende Weltbanktagung im Oktober trotz des Erdbebens in Marrakesch abzuhalten. Nicht nur, da man damit Solidarität gegenüber der marokkanischen Bevölkerung signalisiert, sondern auch mit Blick auf die Agenda. Es ist richtig, Themen wie die Reform der Bank oder die Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Volkswirtschaften gerade nicht in Washington zu diskutieren, sondern dass dies nun in Marrakesch auf der Tagesordnung steht, absolut wichtig und richtig. Vielen Dank. Und das war die aktuelle Stunde zu der Lage in Marokko und in Libyen nach dem Erdbeben und der Flutkatastrophe. Das Thema dürfte hier aber noch häufiger aufgerufen werden, unter anderem ja auch, wenn es um den Haushalt geht, denn die Mittel für die weltweite Entwicklungszusammenarbeit sollen ja gestrichen werden. Viele haben sich hier dagegen ausgesprochen. Wir werden dann hören, wie das in den Haushaltsdebatten sich dann anhört.